Hey, du Junge! Junge, komm mal ran hier ans Was ist rote los? Telefon hier, der Priester hat Also, angerufen. wie welche Priester kann euch angerufen haben? Doch, klar, der hat gesagt, du hast Nein. Gebetsdienst. Oh nein, ich habe meinen Gebetsdienst verpasst und meine Hostien sind mir aus der Hose Sag mal, gefallen. Junge, warum nuschelst denn du so? Ich habe eine ordentliche Bigfoot-Fußnagelzahnspange bekommen. Was? Woher das denn? Meine patentierte Bigfoot-Fußnagelzahnspange ist von Kreis Industries. Da kauft man doch keine Produkte her, Junge. Doch Kreis Industries steht für Qualität, Freude und Zukunftsvision. Ja, und seitdem sieht es noch beschissen aus. Das ist nur vorübergehend. Ab morgen bist du wieder Du schön. siehst furchtbar aus, Junge. Wirklich. Also diese Spange solltest du ausziehen. Bin wunderschön. Nein, du bist nicht wunderschön, du siehst krank aus. Ich wollte aussehen wie Mr. Ed. Ja, so siehst du auch aus. Alter, Mr. Ed, wer kennt den, Alter? Wer den kennt, ist alt. Wer Mr. Ed kennt, ist alt. Mr. Ed. Alter, ist stark, ne? Ich meine, überleg mal damals im Fernsehen so, wow, ein sprechendes Pferd, es bewegt die Lippen, Wahnsinn. Ja, das war damals krass. Wo ist er denn? Bawawu! Wa-wa-wu? Hey Bigfoot, ich bin mit meiner neuen Kreisindustrie patentierten Superzahnspange im Zaun hängen geblieben. Kannst du mal bitte kommen und mich verfolgen? Kann mich jemand rausziehen? Oh nein, ich könnte nicht mal sehen, wer mich von hinten angreift. Das ist aber sehr, sehr ungut. Sitzt deine Hose vielleicht auch noch locker? Ich habe keinen Gummizug mehr in der Boxershorts. Der ist total ausgeleiert vom ganzen Stretching. Der ist weg, du. Ich glaube, der weiß, dass wir hier eine Falle in Ultimative gebaut haben. Ja, wir wollten ja unseren Zwei-Stufen-Plan durchziehen Ja, mit und ich ihm. glaube, den hat er gerochen. Der riecht den Zwei-Stufen-Plan. Was kann der hier überhaupt? Ich meine. Das geraschelt. Gehuschelt Rasch. hat's da. Oh, ich hab's auch gehört. Hat schon irgendwas Huschelbeck. gekruschelt. Crushel Hush. Der alte Huschelhans. Hans der Huschler? Hans der Buschhuschler. Wo bin ich denn jetzt? Husch, husch. Ist das nicht diese Band, die immer Country-Musik macht? Wo bist denn du, Ich Alter? bin irgendwie hier so einen Balken runtergebuttert. Den beiden? Den beiden? Er ist an beiden gebuttert. Boah, hier dieser Kotabdruck, ne? Diese Stuhlganghand. Der kommt nicht. Der smelt die Trap. Ja, Du kannst nicht mal mehr einen richtigen Bigfoot-Ruf wegen deiner komischen Kreis Industries Nagelspange da. ja, vielleicht wurde ich auch gleich wie nicht in der Chacha-Schule angenommen. Huch. Ich dachte vielleicht so ein Spottschuss. Biggie! Er kommt nicht, komm. Vielleicht den Baum schlagen, Aber verdammt. irgendwas raschelt hier immer wieder. Ja, aber das ist da unten der Buschhuschler. Haschelbasch? Die haben ein neues Album rausgebracht. Das Gaselbad. Wie konnte man hier gegenschlagen? Geht gar nicht. Doch mit Messer oder so, ne? Ja, und dann? Klingt halt wie, als würde jemand seinen Zahnstocher gegen einen Baum pritscheln. Ich sag mal, wie es ist, wir hätten den Peil sendern müssen. Ja, das war nicht so einfach. Nee, der kommt nicht. Oder war da hinten was? Ich höre die ganze Zeit irgendwas hier zischeln. In der Basches. Da, er kommt! Renn, schnell! Jetzt kommen hoch die Feuerflammen! Schießt du aufs Feuer? Ich hab Peilsender. Er kommt nicht hoch. Diese Sau. Ist der Vorsicht. informiert? Informationsfood? Pater Oh. Johnson. Da Am kommt roten er. Telefon. Der kommt. Hoch, hoch, hoch. Ja, ich bin oben. Hier, Alter, voll in den Forehead, Oh, du. in den Forehead. Das mag er gar nicht. No, 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 no. Nein! Ich kann nichts machen, er hat mich! Ich kann dir nicht helfen. Er hat Geh mich an die und. Rutsche. Er step on a bee! Oh, er finisht mich. Irgendwas Krasses macht er mit mir. Du tot, steht hier. Ist schon im Wald verloren gegangen. Alter, du tot.
Ja, und jetzt? Oh, wie das Blut aus mir rausquillt. Ich sehe nur einen kleinen Jungen, der straff durch die Gegend slidet. Wie viel Leben hast du denn noch? 50. Alter, guck hier, der hat mich mit der Schaufel, oder was ist das? Nee, ein Schild. Mit dem Schild? Vorsicht, Wanderer. Der GPS sagt, er ist hier irgendwo. Ja, da kommt er doch. Oh, an seinem stählernen Brusthaar abgeprallt. Ja. Nee, du machst nur einen Schaden. Nicht mal hier, das streut ins Nowhere. Du musst meine Leiche bergen. Ja, oder gut, kann oder resignieren und aufgeben. Und Round 2, weil ich weiß nicht, ob du den noch alleine schaffst. Scuzzlebutt ist ziemlich fies unterwegs. Ja, er scuzzelt, aber ich sehe ihn ja noch auf dem GPS. Ja, er scuzzelt da hinten Richtung Mystic Stones. Kannst du die Map sehen? Ja, auf M siehst du ihn. Na falsch, du musst da so geradeaus. Oh, das ist ein Totem. Alter, wie schnell der ist. Ja, der ist richtig. Den krieg ich doch nicht. Nee, der hat gebeestappt. Wie viel Leben hast du noch? 50 immer noch. Hast du noch eine Cabanossi? Nee, ne? Nee. Oh. Nee, keine Cabanossis. Sonst hätte ich dich auch. Ja, sonst hättest du mich direkt Cabanusen können. Ja. Ich glaube, wir müssen eine Round 2 bei Bigfoot fahren. Ja, ich glaube auch. Weil der ist auch viel zu schnell. Wie soll ich den denn. Wo rennt der überhaupt hin? Er rennt hoch. Zur Hot Spring Cave jetzt. Was will denn da? Kann er nicht Hot Water steppen? Hot Water Stepping, ja, es ist. Im Frühjahr ist es sehr beliebt. Wir haben einen milden Spätwinter, da wird gehotsteppt. Ich setze die ganze Zeit darauf, dass er irgendwie immer anhält, aber macht er ja auch nicht. Nee, der ist voll jetzt im Modus. Er ist ja übelst im B-Step-Modus. Er tingelt jetzt gleich hier beim Fluss so ein bisschen rum, am Isle Ranger House. Naja, aber ey, geht er ins Wasser? Naja, er macht nur die Füßchen nass. Er spült nur zwischen den Zehen die Brocken raus. Jetzt kommt ihr euch so ein bisschen entgegen. Oh, der Stepper ist weg. Der Stepper ist weg. Tja, entweder machst du hier so einen Selbstmord, springst von oben runter und sagst Bye-bye, Timmy. Und wir jetzt hier zu glauben 50 geheilt. Es hat nicht geklappt. Ist da verkrüppelt auf dem Boden? Wie viel Leben hast du? 10. Ja gut, dann muss er dich finishen. Jetzt blute ich gerade aus. Ja, blutest du aus? Ja, 9 habe ich noch jetzt. Wird immer weniger. Sieht richtig dumm aus, wie du da liegst. Der Knochen Zahnspanne. Guckt auch raus. Ja, der Knochen guckt raus. Gucken, ob er mich holt noch, aber sagt, oh, so einen kleinen Snackleback im Wald. So einen kleinen Snackelknabe. Snackleback. So einen schönen kleinen zarten. Aber er hatte nicht mehr viel. Nee, also er hatte nicht mehr viel, er hatte 100. Aber er kann sich hier locker nochmal hochheilen, so auf 200 irgendwas. Ja, gut, macht er aber meistens nicht, weil er sagt, oh. Denk mal, den GPS-Sender, den hat er ausgemacht und sich. Oder er hat ihn tief reingesteckt, ne? Der geht ja, der funktioniert ja nur so lange. Er muss, Sonnenlicht ja, ja, klar, der braucht. Wenn die Batterie leer ist, muss er Solar tanken. Und er weiß das, hat sie sich direkt tief hinten reingeschoben. In einen dunklen Bereich. Nee, der kleine Timmy Thompson verreckt hier vor sich hin. Ja, 4 hat er noch. 3. Jetzt geht's bergab. Das ging schon die ganze Timmy Zeit Thompson, bergab. Hab ich Timmy gesagt. Du musst verbluten. Timmy Thompson. Ja. Altes Guzzlebutt. Es dauert aber jetzt schon lange, die letzten paar Leben, ne? Ah ja, der will einfach nicht verrecken, der Junge, ne? Der will nicht verrecken. Er hält an seinem Leben fest. Jetzt gerade, wo er einen seltenen Klurak gezogen hat. Stirbt er. Oh, guck mal hier, in der Höhle. Boah, Alter, mein alten Milchkadaver hat er hier ausgefressen. Wo ist die Höhle? Die hatten wo wir schon, ist die Höhle? Kleine. War das die Kleine? War das die Baby Cave? Die Tiny Cave? Ja. Guck mal, ich bin jetzt Level 2. Nicht, also ich bin Level 2,5. Also das Leveln hier drin, A, ich weiß nicht, was es bringt. Und B, es ist ja echt mörderisch, ne? Ja. Na, das mit deinem Knochen ist aber wieder gut verheilt, Junge. Ne? Ja, ich weiß, da war so ein Wanderer im Wald, der hatte viele Haare. Aber der war sehr nett. Das war Bigfoot. Hast du ihm nicht ins Gesicht geschossen?
Er hat gesagt, er nimmt mich mit für Liebe. Was für eine Liebe? Die Liebe zwischen Mann und Knabe oder zwischen Mann und einer guten kubanischen Zigarre? Zwischen Männern und auf dem Sofa sitzen und Sport sehen und behaupten, man könnte es besser. Das ist das Männlichste, was man machen kann. Ja, Athleten beim Sport zugucken und sagen, ich kann es besser. Was Männlicheres geht einfach nicht. Ja, nachdem man dann den Gichtanfall überwunden hat. Und sich dabei schön die salzigen Brezen reindrücken. Aber läuft dann der Brezenschaum aus dem Mund, dann bist du ein richtiger Mann. Hast du schon eine Heilkabanossi? Kabanossi, klar. Hier ist noch mehr Kabanossi. Hast du eine Kabanuse dabei? Jetzt habe ich zwei, ja. Ich habe eine. Alles gut. Ich nehme hier Zeug mit. Und DJ Disrespect ist auch wieder am Start. Hast ja auch das Kabanusenfleisch geholt. Ich habe alles mitgenommen. Bam, 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 bam. Hier drüben ist noch Zeug. Sag hier nicht so ein Zeug. Nimm mal den Fotoapparillo. 30 Schuss. Also die Beute war jetzt nicht sehr... Lass diesmal nach oben direkt zu diesem Hochturm und dann da oben müsste auch irgendwo eine Höhle sein, habe ich. Von einem alten, Trapper. Alpacho-Indianer, habe ich das gehört. Alter Trapper. Alter Trapper-Tripper-Indianer. Hat den fiesen Ostblock-Trapper-Trip. Der Leiter eines indigenen Volksstammes. Der Leiter eines... seine Pfeife an. Ich hatte den hast du hier so eine Signalharpune? Eine Signalharpune? Nee. Ja, diesen GPS. Nee. Haben wir diesmal gar keine bekommen, ne? Alter, Nachtelch. Finsterer Nachtelch. Wo wollten wir jetzt hin? Einfach mehr nach, da oben wieder zu dem Turm. Oh. Der Elch hat Schmerzen. Wir müssen ihn erlösen. Oh, 556er war hier sogar. Edel. Edle 556er. Das ist auf jeden Fall hier so längs. Weil den Legenden zufolge gibt es hier eine alte Höhle. Und das Minenvolk war im Yellowstone. Die haben da Urinstein haben die abgeschlagen. Okay. Oh. Da höre ich doch jemanden, der swaffelt. Da höre ich doch ein leichtes Waffeln in der Ferne. Der kloppert schnell, ne? Der klappert. Fast klapper. Auf die Klöken, ne? Nicht easy clap. Auf die Klötsch. Auf die Klötsch klappt. Höre ich ihn da schon? Ich höre ihn doch laufen. Das ist der Elcho. Ich habe Sprit. Ich hab Sprit, ey. In der ersten Nacht war er noch schwach. Doch dann in der zweiten hat er mich wach gemacht. Erst war er schwach und willig. Ich schaute in seine glasigen, leicht angetrunkenen, von jahrelangem Drogenkonsum zersetzten Augen. Was? Er bot mir eine Pfeife an. Sie roch streng, machte mich aber froh und warm. Aus Angst wurde Geborgenheit, aus Fluchtinstinkt Liebe. Alter. Wie geht's denn nochmal hoch? Am Klötkes. Der Klötkesberg hier. Oh, ich höre was flüstern. Flüstertotem. Oh, ja. Klötkes ist das Metal-Crow. Was? Es ergibt alles gar keinen Sinn. Was, Klötkes de Smelko, der große Wrestler aus Holland? Jeder kennt ihn. Aus Holland? Aus Hohl-Holland? Alter, da geht's raufen auf den Berg, Junge. Klar, da geht's raufen, du. Wir sind oben zu diesem kleinen... Ah, ich wurde was? Zurückgestoßen von deinem haarigen Hintern. Echt jetzt? Ja. Halt, stopp, Timmy Thompson. Das haben wir hinter uns. Timmy, du Thompson, du musst aufhören, alten, haarigen Männern nachzustellen. Guck mal, hier ist noch ein Sprit, den du mitnehmen kannst.
Blumb. Blumb. 9 mm ist hier oben in der oberen rechten Schublade. Ich würde einfach immer alles einfach mitnehmen und dann kann man es eh aufteilen. Ne, so, es geht ja schnell. Na, ich hab hier nochmal 9 reingedrückt. Wir müssen da oben zu diesem kleinen Pont. Unten am Ponte Rivera. Ponte Rivera! Pondi! Unten am Ponte di Rivera. Ponte di Rivera, hatte ich gemacht eine große Pellefuß. Oh, Großmutter Pellmann. Nee, warte mal. Nee, da lebt nix. Hä, wo ist denn mein Fotoapparat? Ach da. Waldschadenbilder bei Timmy Thompson. Guten Baumschaden, ne. Guten Baumschaden. Den letzten guten Baumschaden habe ich 2020 gesehen. Aber Bigfoot ist im Moment Scheifoot. Ja, Shia LaFoot ist ja in die erste Nacht ist immer ein bisschen Shia LaFoot eigentlich. Das stimmt, da wäre Klöttgett eigentlich schon rein ab und zu. Ey, was machst du hier? Klöttgejump? Klar, rübergeklött. Ich habe das Klött aufgerissen. Oh, ich bin das Klött aufgerissen, du. Schön am Glück gebrannt. Ich hab am Glück gebrannt, ich kann's nicht glauben. Wir müssen ja an dem Fluss entlang, hoch dieser einen Tingelspitze. Aber lass doch mal hier kurz in das Zelt gehen, an die. Ist da noch ein Zelt? Ah ja. Camp Schimmelfuß. Guck mal, hier direkt ein Gewehr gefunden. Camp Junge. Ohne Fuß. Das R700, Partygewehr. Ein Hinweis gibt's hier irgendwo. Oh, ein GPS habe ich gefunden. Das ist gut. Müssen wir eben reindudeln. Ja. Eine Falle habe ich gefunden. GPS, ja, Abkürzung für grüne Pimmelspitze. Ja. Brauche auf jeden Fall. Ja, weil das war früher, auf Entfernung konnte man Leute immer gut erkennen nachts im Wald wegen ihrer grün leuchtenden Pimmelspitze und deswegen wurde das dann danach benannt. Ich glaube 1863, Abraham Lincoln oder so war das. Der alte Abe, ja, ja. Ja, ja. Deswegen hat er auch einen Zylinder getragen, um die zu verstecken. Er hat sich dann Bart wachsen lassen. Ja. Abraham Schinken, damals die Veganer erfunden. Man hat den auch den Spicker. So ist der Schinkenspicker entstanden. Weil er immer durch den Schlitz in der Damenumkleide geguckt hat. Ja, Abraham, spickst du wieder? Ach ja. Ach, dieser Abraham. Unbelehrbar. Kommen gute Männer in den Himmel? Ja, natürlich. Auch Abraham Link. Warum aber dann Abraham Link nicht? Wie war denn mal dieser Witz? Der hat vergiftete Milch an Schulkindern verkauft. Huma! War eigentlich so was. Alter, der Glockenschlag! Hat er geklöckelt? Ein Glockenschlag gehört. Aber bis jetzt ist unsere Beute eher so schwach, ne? Ja. Grün, wir bräuchten einen Pin. Wenn du irgendwo hier einen Pin siehst, grün. Aber da hinten ist der Ringbrunnen. Ah, hier ist der Pin. Ja, nice. Machen wir ein Safe auf. Mal sehen, was da drin ist. Ich glaube, den haben wir letztes Mal nämlich gar nicht geöffnet. So. Und Dynamit. Da würde er sich freuen. Oh, geil. Das ist das gute Roger Pellfuß Rotstangen. Ja, das ist das Rotstangen von Roger Pellfuß. Roger Pellfuß Rotstängle ist das. Ohne Filter, Rotstängle, Alter. Alter, hier, Klöpkenhöhle. Ey, die Klöpken. Krass. Klöpken. Ja, die Klöpken. Alter. Alter, aber was für eine Cave. Boah, ein richtig tiefes Loch. Alter, die Predator Cave. Da wohnt so ein Typ mit Raster. Threads. Ja, den dürfen wir abknallen wegen Aneignung. Ja, den dürfen wir abknallen. Ja, klar, und haben sie auf diesen Mann geschossen? Er hat was sich angeeignet, was ihm nicht gehört. Uff, Pfadfindergerippe hier oben. Hier gibt es mehrere Wege, was hier hinten schon? Nee. Alter, hier ist doch Pfadfinder Steve. Hans Klöpplin ist hier gestorben in der Höhle. Hier ist doch Schwefeldampf oder so. Oh, ich habe für dich Signalpatronen-Dinger. Bleib mal stehen. Wo ist es denn hier? Geben. Oh. Hier ist auf jeden Fall Schwefeldampf. Guck mal, hier geht's wieder raus.
Oh, das war so eine kleine Schwurfelmine. Aber es war nicht die Bigfoot Cave, es war einfach nur so eine kleine Mine. Ja, ja. Alter, hier sind Bison. Leg dich hin, Bison! Hinlegen, habe ich gesagt. Nee, der ist weg. Ja, gar nicht, erwischt habe ich ihn. Echt? Klar. Aber looten tun wir nicht, oder? Hier war es Holzlager. Nicht, aber da gibt's Fleisch. Und Bison-Dollar vielleicht. Bison-Bits heißen die. Die Zukunftswährung. Guck mal, hier ist der Lagerschinken hier drüben. Wow! Wow! Oh! Ich glaube, du hast den Bison-Gott erzürnt. Alter. Ey, vielleicht ist das so ein Event, das Old Faithful irgendwie ausbricht. Meinst du? Ja, bestimmt. Oder hier. Erst kommt diese Eruption und dann hast du das Faithful. Deswegen heißt der Old Faithful. Das wäre krass, ne, wenn hier so ein Event wäre. Hier oben war doch irgendwo noch ein Camp. Hier oben. Da waren irgendwo noch ein paar Hützke. Keine Ahnung. I'm stay alive. Hier muss noch irgendwas gewesen sein. Das war das Camp. Stay alive. Aber was war das Erdbeben? Hat das irgendeine Bedeutung? Ja, bestimmt hier Eruption. Wir sind im Yellowstone Park. Yellowstone. Gute alte Gelbsteinpark. Was ist hier für eine Gegend? Was hat da geknurrt? Elberos, glaube ich, oder? Nee, Bison. Wo Bison? Na, guck mal hier. Hier ist noch ein kleiner Shelter, genau. Der hier. Da ist noch so ein kleiner Unterschlupf. Und da gab es noch ein bisschen Munition. Können wir hier reinschlüpfen? Hier, kannst du auch nochmal einen Schwall Muni mitnehmen. Na gut, dann würde ich sagen, die Tour der Schande geht weiter, oder? Jetzt gehen wir da runter irgendwie, schlagen die Route noch ein und arbeiten uns da durch. Aber irgendwo muss es ja auch noch... Oh, hier geht's tief runter. Irgendwo muss es ja die richtige Bigfoot-Höhle geben. Es gibt immer eine Cave, ne? Eine große. Ja, ja. Eigentlich gibt's immer eine große Cave. Und die müssen wir finden. Die Big Barlow Cave. Ganz schön hasserfüllt, das Tier. Na, okay, du hast deine Mutter erschossen. Naja, die konnte er nicht leiden. Das soll er mir jetzt nicht so krumm nehmen. Freunde, ich würde sagen, hier drüben kampieren wir. Am alten Jagdturm 2. Eine gute Stelle. Timmy, du ziehst jetzt mal deine Jogginghose aus, du musst nämlich trocknen bei dem Wetter. Ja, das ist. Denkst du mal hier übers Geländer? Ich will keinen Schnupfen haben. Ja, wenn du ein Schnupfen. Oh, Alter, was hast du für Alien-Augen? Oh, voll die Eidechsen-Augen. Wenn du einen Schnupfi hast. Gut, Timmy hat Echsenmenschen-Augen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, holt euch keinen Schnupfi. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschüss.